Zuerst einmal vielen Dank, dass ich die Gelegenheit bekomme, ein bisschen als Botschafter für eine Organisation zu funktionieren, die NBFF heisst. Nationales Biologisches Forum. Und wir haben im Moment ein Projekt, das vom FIBL, das ist das Forschungsinstitut für biologische Landwirtschaft in Frick, und von der Agroscope getragen wird, mit dem Ziel, dass man das Thema, wenn wir 2035 zwischen 50% und 80% unserer Nahrungsmittel aus biologischer Produktion beziehen könnten, was würde das wohl bedeuten? Das heisst, da ist mir zum ersten Mal aufgefallen in der Mitarbeit von diesen Gruppen, wo ich zum Teil als Facilitator tätig bin, dass da etwas fehlt. Wir haben unglaublich viele Experten. Ihr müsst euch vorstellen, wir haben Bioswiss, Agroscope, wir haben alles, was Rang und Namen hat, aus den Ämtern dabei, bis zu den Ämterleitungen. Wir haben Mitarbeiter und führende Professoren vom HAFL, also von der Hochschule für Forstwirtschaft und Agronomie und hast du nicht gesehen. Und die Diskussionen sind mir aufgefallen im Zoom hinein. Die gehen lang. Also, dass ich in 10 Minuten das abreisse, das habe ich aufgegeben. Ich will mich auf eins konzentrieren und da hat mich, das darf ich der Christine ins Körbli legen, hat sie mich darauf gebracht, Diskussionen, die wir hatten, ihre unstillbare Wunder, was machst du eigentlich? Weil sie hat mich nur kennt als Berater im Bereich der Automobilfabriken, die man baut, und Produktionssystem und was sonst elektronisch dazugehört. Ich bin aber auf Reise und bin vom Saulus zum Paulus geworden und kümmere mich jetzt um die Agroökonomie im höheren Sinn. Weil ich sehe da unsere wirkliche Zukunft. Und ich will Sie, euch, motivieren, den Dialog, den ich heute anfange, weiterzuführen. Ins weite Titel sagt, es ist ein Appell. Ich habe heute schon viel gelernt über soziokulturelle Animation, so viel habe ich vorher gar nicht gewusst. Was ich aber gerade wieder gespürt habe, ist, und als alten Aviatiker freut mich das zwar, die Flughöhe ist enorm. Ich habe aber auch gelernt in meinem Leben, dass man, wie immer, auf welcher Flughöhe immer gerade navigiert, irgendwann muss landen. Und das mit dem Landen, das ist da noch ein bisschen schwierig. Einer von diesen Fachleuten hat gesagt, wir haben jetzt zwar überall das Wissen über das Was, aber wir wissen noch nicht wie. Und das ist unser verbindendes Thema, glaube ich. Weil in dieser Thematik, wo wir über grosse Segmente reden wie Biodiversität, das ist ein grosses Wort gelassen ausgesprochen. Das heisst, Biodiversität kannst du nicht einfach korrigieren, sondern das ist ein Prozess, der ziemlich komplex ist für sich. Oder ich habe ein Projekt gesehen, das heisst, wenn Biodiversität im Siedlungsraum die Lösung ist, was ist dann das Problem? Und man schafft also intensiv daran. Und da haben wir eine erste Verbindung mit euren Wissenschaften. Und das heisst, die Vision, die man geboren hat, ist, Biodiversität wird so selbstverständlich mitgedacht und mitentschieden wie der Brandschutz. Lassen wir uns das einmal ein bisschen reingehen. Was bedeutet das? Für wer muss da mit wem arbeiten? Und mit wem reden und mit wem sich einigen, bis man kann sagen kann, da fliessen noch ein paar Bächle durch die Siedlung durch und an diesen Bächle jetzt tatsächlich noch die richtigen Flusskrebs drin und Blumen kommen da richtig und der Kompost jetzt auch. Es ist nicht nur ein Lippenbekenntnis. Und über allem stehen die fürsorgenden Mitbewohner in dieser Siedlung, die sagen, wir kaufen Bio.
Da kommt sofort das Thema, haben wir auch schon über Kostenwahrheit geredet. Was kostet denn die einen Rüebli wirklich und was kostet die anderen? Ihr seht, wohin als das Ganze geht, jetzt, da ich normalerweise eine Stunde habe zum Reden, muss ich jetzt grausam komprimieren. Die Thematik, die wir noch nicht lösen können, heisst, wir haben einen Haufen Wissen und es ist wirklich erstklassig, was wir in der Schweiz an Wissen schon zusammengetragen haben und bewirtschaftet. Wir haben aber das unleidige Silo-Syndrom. Das heisst, viel zu viel von dem hochkarätigen Wissen ist in ganz tiefen Silo drin. Und meistens bleibt es dort eine Weile lang. Und wenn nur Silobauer sich untereinander unterhalten, dann haben wir keine Biodiversität geschaffen. Also das ist eigentlich mein Wunsch und meine Anregung aufgrund von dem einen dünnen Fäden, den ich mit dieser netten Dame da seit ein paar Jahren pflege. Der Dialog zwischen der soziokulturellen Animation und diesen Fachgebieten. Der sollte, ich sage jetzt mal, integrierter werden, als er jetzt schon ist. Ich sage nicht, es gibt nichts, aber ich stelle wenig fest. Also wenn wir zwei Tage lang im Havel ein Symposium zuhören mit exzellenten Ausführungen über Ernährungsstrategie, wo die Schweiz gewisse Ideen und gewisse andere nicht hat, wo man über den Tellerrand ausschaut und wo das Forstwirtschaftsamt und das Landwirtschaftsamt und alle sollen miteinander reden, dann ist das ein Fang gut, das ist ein Anfang. Nur das Problem ist, Direktzahlungen an die Bauern sind immer noch die gleichen. Und gerade die neuesten EU-Prognosen, die ich jetzt gehört habe, zeigen absolut nicht in die richtige Richtung. Und heute Morgen habe ich gelesen, 87% der Direktzahlungen in der EU sind eigentlich landschafts- und umgebungsschädigend. Jetzt muss man sich das einmal durch den Kopf gehen lassen. Und jetzt frage ich mich in dem erlauchten Gremium, wenn doch ihr Kernkompetenz in dem Thema Animation auch seht, wie müssten wir denn miteinander umgehen, dass wir das mit den Kernkompetenzen der Bodenwirtschaft verbinden könnten. Oder, noch wichtiger, Ernährung. Wir können keinen Bauer dazu bringen, in 5 Jahren seinen Betrieb umzustellen auf Bio, weil er erstens nichts verdient in dieser Zeit oder zu wenig. Er kommt nur Direktzahlungen und viel über, wenn er viel Viecher hat. Viele Viecher haben viel Gülle, viel Gülle hat viel Nährstoff und wir wissen auch noch nicht, wohin mit denen. Also die Thematik heisst, es reden zu wenig Leute auf der richtigen Frequenz miteinander. Das ist das Thema, das ich mir gerne vorstellen würde, dass man in der soziokulturellen Animation nicht nur betreutes Wohnen im Alter und Kinder und Junioren und Senioren miteinander. Ich mache das schon seit 20 Jahren. Das ist hochspannend und wichtig. Aber wir haben einen Boden, der im Moment nicht mehr das bringt, was er uns bringen sollte. Wir haben einen Boden, der nur noch bringt, wenn wir Kunstdünger drauf tun. Und das wiederum bringt Bauern in eine Abhängigkeit, wo sie nicht mehr selber bestimmen können, wie sie wirtschaften wollen. Ich habe ein Projekt, das ich begleite. Das ist ein Hof mit 14 Hektar, hier in Neuheim oben. Der kann gerechnet zeigen, dass er klimapositiv bauert. Der hat einen O2-Überschuss, wenn man so will, von rund 200 Tonnen im Jahr. Das hat aber 6-7 Jahre gebraucht, bis das alles zusammenstimmt. Da ist Kompostwirtschaft dabei, das ist Pflanzenkohle dabei, das ist Hochstämmer anstatt Niederstämmerbäume wieder haben, das ist Wechselwirtschaft und so weiter. Wir brauchen ein Element und das sehe ich bei Ihnen und bei euch eigentlich fast die Anlage, um einmal die Konsumgewohnheiten der einzelnen Leute ein bisschen zu beeinflussen. Dass wir einmal. Oh, wunderbar. Wenn ihr nur schon mit dem anfängt und wenn wir heute Abend haben können, den Dialog eröffnen, dann haben sich die 10 Minuten mehrfach gelohnt.
Danke vielmals.